Servus Leute und willkommen zurück zu Industrial Manager Future Technology Season 3. Ja, wir haben im letzten Part ein bisschen einen Fehl gehabt am Ende. Wer es nicht mitbekommen hat, der sollte sich den Part komplett anschauen. Es ist irgendwie, deswegen habe ich auch jetzt einen anderen Startgrund. Vielleicht starten wird es nicht das Problem sein, aber beim Beenden würde ich jetzt eher auf der Map beenden. Weil da hat er mal irgendwo ein bisschen einen Fehler reingehauen, aber das soll jetzt nicht das Problem sein. So, wir waren im letzten Part. Wir machen Unterhaltungselektronik. Das wissen jetzt die meisten. Wir sind Chemiefabrik, Elektrofabrik, am Forschen. Wir werden uns aber gleich einmal bei der Raffinerie sozusagen die einzelnen Zweige anzeigen. Das bedeutet Polymer, brauche ich nur Raffinerie erforscht, das ist nicht so tragisch, die habe ich gleich. Chemikalien ist auch in Ordnung, das brauchen wir gar nichts. Da brauchen wir auch nichts, gut. Irgendwie kommt mir das gerade vorher komisch vor. Achso, ich habe da noch einmal unterschiedliche. Ups. Ich weiß nicht, ob ich die Produktionskette mir anzeigen lassen soll oder nicht. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. So, wir werden nochmal vorspulen, weil die Forschung ist am Laufen. Wir können aber derweil gleich einmal. Du kannst es nicht leisten. Shit. So, stopp. Ich habe mich verschaut gehabt. Das untere ist der Unternehmenswert, das obere ist das Bargeld. Das bedeutet, wir müssen gleich jetzt einmal in die Bank hineingehen. Wir brauchen nämlich auf jeden Fall noch einiges an Kohle. Jetzt ist die Frage, wie viel wir aufnehmen. Wir brauchen auf. Das ist das Maximum Darlehen. 7 Millionen. Scheiße. Ja, da brauchen wir gar nicht überlegen. Wir brauchen das Maximum Darlehen aufnehmen. Ich hoffe, dass wir. Scheiße, wir können keine Produkte dadurch schnell möglich verkaufen. Deswegen, wir werden langsam vorspulen. Wir werden gleich einmal auf den Weltmarkt gehen. Na, da ist es nicht. Aktienmarkt, Weltmarkt. Und wir werden Öl verkaufen oder so irgendwas. Am besten Raffinerie, nein. Kann ich nicht danach suchen einfach. So. Rohöl würde ich gern verkaufen. Verkaufen, so, und das sage ich jetzt mal aus dem Bergbaulager ist es natürlich, und die Menge, ja, keine Ahnung, 10.000 einmal verkaufen, 72 Rohöl verkauft, das ist jetzt ein bisschen ein Scheiß, ich hoffe, dass ich mit dem Geld irgendwie zurechtkomme, die Forschung muss jetzt nachher fertig werden, weil sonst wären wir ein bisschen, wir brauchen das Produkt. Wir können aber jetzt vorerst gleich einmal schauen, einmal in die komplexe Unterhaltungselektronik gehen. Den werden wir da hinten hinsetzen. Oder ich lasse da so viel Platz. Na, ich lasse da keinen Platz. So, so weit wie möglich an den Rand gleich. So wenig wie Platz verschwenden. Wie es nur irgendwie geht. Die Straße wird jetzt außerhalb von der Karte gehen, schätze ich einmal. So, wir können da aber eigentlich vorspulen. Und das Ganze, die Produktion läuft von den einzelnen Dingen, weil da können wir sowieso nichts dran ändern, das läuft auch. Die Forschung wird jetzt fertig, nachher das erste Mal. Es dauert halt alles noch ein bisschen, ist noch ein bisschen langsam und ich glaube, ich habe zu viel Geld rausgeschmissen. So, wir haben die Elektrofabrik, gerade die falsche. Wir brauchen, das ist, wir haben uns da komplett, glaube ich, verschätzt am Anfang jetzt. Weil ich habe jetzt für jeden Produkt immer ein so ein Ding gebaut und das ist, glaube ich, zu heftig. Das ist zu heftig. Aber wir werden schauen, dass wir da sinnvoll platzsparend arbeiten. Na. Setzen wir so hin, ja. So, und wir werden gleich mal schauen, was für Produkte das kann. Wir können nur das Handy erforschen. Es ist schlecht. Weil für das Handy brauchen wir einen Haufen Dinge. So. Wir brauchen Lithium-Ionen-Batterien. Da brauche ich Batterietechnologie, muss ich da noch erforschen. Deswegen gehen wir gleich einmal in die Ressourcenforschung. Elektrofabrik. Batterietechnologie ist das nächste. Schauen wir gleich, was wir noch brauchen für die Schaltkreise. Da hätte ich nichts brauchen. Da brauche ich aber die Chemikalien aus der Chemiefabrik. Und da brauchen wir zuerst die Raffinerie. Das bedeutet, das Gebäude steht jetzt einmal, aber. Scheiße, wir haben nur mehr 800.000. Ich glaube, ich muss Unternehmensanteile verkaufen.
Wir haben uns da, glaube ich, vertan mit der Produktion. Die Forschung habe ich nur. Ich habe die Forschung nicht. Weil was kostet mir jetzt eine Chemiefabrik? Chemie kostet 3 Millionen und wir haben nur mehr 800.000. Wir müssen Aktienmarkt, wir müssen unbedingt Unternehmensanteile abstoßen, verkaufen. Nur, wie funktioniert das? So, ich sage jetzt einmal, wow, wie viel Verkauf von 1000 Aktien gibt es? Sind wir 100%? Mit 1,2 Millionen fange ich nur nichts an. Scheiße, wir haben uns da voll verrannt. So, eine Chemiefabrik. Eigentlich würde ich jetzt sogar zwei Elektrofabriken und so weiter bauen. Jetzt. Weil ich jetzt zwei Produkte brauche. Und wir brauchen die Raffinerie unbedingt. 3 Millionen. Nur mehr. Kann ich noch einen Kredit aufnehmen? Warte mal, wo war das? Das war da. Ich kann kein Darlehen mehr aufnehmen. Oh ja, ich kann noch ein Darlehen aufnehmen. Warte mal. 1,6 Millionen. Wir müssen das jetzt machen. Wir müssen einfach so viel wie möglich geht. Ich hoffe, das funktioniert irgendwie. Und ich muss mir nachher meine ganzen Firmenanteile wieder zurückkaufen. Und sobald ich da jetzt sozusagen das erste bauen kann, das auch sofort machen. Ich habe das komplett verkehrt, die Forschung auch gemacht. So, wann ist die Raffinerie fertig? Die muss jetzt schnell fertig werden. So, was braucht man dann für Forschungen? Wir brauchen noch Chemiefabrik, braucht man nichts. Da braucht man nichts, da braucht man nichts. Das funktioniert eigentlich dann alles. Eigentlich mache ich jetzt zwei, hätte ich zwei Chemiefabriken brauchen, zwei Raffinerien, aber das mache ich mit einer. Ich tue das jetzt so dabei in einer herstellen immer. Jeweils die Hälfte, 50%, 50%. Das bedeutet, wir brauchen noch eine Raffinerie nachher, sobald die fertig erforscht ist. Das muss schnell gehen jetzt, weil wir brauchen die Produkte, wir brauchen die Handys am Weltmarkt, dass ich Kohle verdiene, weil sonst sind wir jetzt nachher gleich bankrott. Ich glaube, wir haben uns da ein bisschen zu sehr, ja, durch die vielen Minen, was ich gebaut habe, dass ich das jeden Rohstoff gleich einzeln produziere und so weiter, ist natürlich was Feines, aber brauchst du am Anfang nicht wirklich, muss man ehrlich so sagen. So, fünf Produkte, da darf ich noch fünf Produkte reingeben. So, zack, 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 abgeschlossen. Das bedeutet, wir werden gleich einmal, nein, falsch, wir werden gleich einmal die Raffinerie. Ja, wo ist sie? Da ist sie, da ist sie. 2,5 Millionen. Zack. So. Die kommt, wenn es möglich ist, da noch hinein gleich. So, zack, gebaut. Und die produziert man dann zwei Produkte gleich. Und die Batterietechnik ist das nächste, was erforscht wird. Und dann sollte ich. Keine Ahnung, was ich dann noch erforschen soll gleich. Gar nichts derweil einmal. Ich werde die Leute entlassen. Abfindung kostet, na, die lasse ich drinnen. Die kostet mich so. Kurze Pause. Kurze Pause. So, wir müssen da jetzt erforschen. Wir brauchen das einmal und wir brauchen das Produkt hier. Und jeweils die Hälfte. Das bedeutet, wir haben hier 7 Arbeiter. Sollten wir 4 Arbeiter circa machen. 4 Arbeiter können aber 111 machen, so wie ich das gerade gelesen habe. 111, irgendwas war das. 111,44. 111,11 können die machen. So. Bestätigen. So, und das macht nachher den Rest. 33. Bestätigen. Das Ganze kommt jetzt in. Das sind Chemikalien, haben wir gesagt. Einfach. So, und dann machen wir da auch noch einmal Chemie. So, zack. Das ist einmal das Erste. Hier wird dann
Das ist jetzt die Elektrofabrik, wenn ich nicht täusche, genau. Wir brauchen zwei Produkte, einmal Lithium-Ionen und einmal integrierte Schaltkreise. Das bedeutet, wir brauchen die integrierten Schaltkreise und wir brauchen Lithium-Ionen-Batterien. Und das hier ist scheiße, da müssen wir die Verbesserung kaufen. Lithium-Ionen-Batterien. Da will ich auch jeweils die Hälfte erzeugen. Das bedeutet, haben wir drei Arbeiter. Was? Drei Arbeiter können 171,42. Das können die bestätigen und die machen den Rest sozusagen nachher bestätigen. Gut, jetzt haben wir das. Jetzt werden die zwei Sachen produziert, die müssen wir noch in das Elektrolager liefern. So, einmal das hier und einmal Elektrolager das hier. Gut, jetzt ist das. Als nächstes brauchen wir. Wir brauchen Kunststoff und Chemikalien, die machen wir auch beide jeweils hier. Chemikalien, wieso kann ich keinen Kunststoff? Chemiefabrik, Kunststoff und Gummi fehlt mir die Forschung. Shit. So, wo ist jetzt die Chemiefabrik wieder? Ah, das ist jetzt noch komplett anders wieder das Spielvergnügen. Ich muss ehrlich sagen, das ist viel mehr überlegen als beim letzten, weil wir ja sozusagen jetzt wieder nachdenken müssen, was wir machen. Und beim anderen war es einfach dummes Herumklickerei. Deswegen habe ich, glaube ich, auch ein bisschen zu viel verschwendet von dem, was wir haben. So, wir haben hier 6 Mitarbeiter auf 3 hinunter. So, 3 können 72 machen. Bestätigen. So, jetzt brauche ich die Forschung zuerst fertig. Sobald die Forschung fertig ist. Ich weiß, dass die nicht genug Ressourcen haben. Das kann schon sein. Na, Blödsinn, warte mal. Ich weiß, was da. Was brauche ich für die Chemie? Ich brauche da Petrochemikalien. Brauchen wir ja. So. Außer Chemie holen wir uns Petrochemikalien und wir liefern in die Chemie die Chemikalien hinein. Gut. Das ist mal das Erste. Vorspulen, bis die scheiß Forschung fertig ist. Zack, zack, zack. Komm. Zack. Das Problem ist nämlich, Forschungskosten sind auch noch extrem teuer jetzt worden. So. Wir brauchen den Kunststoff. Wir haben fast keine Kohle mehr. Erstellen. Jetzt weiß ich wieder nicht, was brauche ich. Da brauche ich Polymer nachher. So. Bestätigen. So, und dann brauchen wir da noch aus dem Chemie. Da liefern wir mal hin und holen uns aus dem Chemie noch das Polymer heraus. So, gut. Die Arbeit läuft. Jetzt kommt hier das Ganze noch ins Tragen. Wir stellen das Handy her, erstellen, holen uns die ganzen Produkte. Aus dem Elektro mal die Lithium-Ionen, aus dem Elektro die integrierten Schaltkreise, aus der Chemiefabrik holen wir uns. Nein. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Chemikalien war das, oder? Chemikalien und Kunststoff, ja. Ah, er zeigt mir das richtig an. Aus dem Chemie, Chemikalien. Gut, und dann liefern wir noch in das Fertigproduktelager unsere Handys hinaus. Wir brauchen jetzt noch, mir ist es ziemlich wurscht, wo das hinkommt. So, das muss gebaut werden. Und dabei können jetzt Handys gebaut werden und ich hoffe, dass das dann alles funktioniert. So. Habe ich da was vergessen zu liefern? Stopp. Ich habe vergessen, ja, die Silizium und so weiter, das Silizium zu liefern. Silizium brauchen wir mal. Das liefere ich nur weg. Da brauchen wir Bergbau Silizium. Und dann brauchen wir was noch bei denen. Chemikalien brauchen wir da. Das bedeutet, wir müssen liefern aus dem Chemie
Chemikalien, gut. So, und was brauchen wir für die Lithium-Ionen-Dingsbums? Da brauchen wir Aluminium, Graphit und Lithium. So, hinzufügen. Bergbau, Graphit, Aluminium und Lithium, halt alle drei Sachen. Gut, weil was anderes habe ich eigentlich noch nicht abgebaut, deswegen sollte das eigentlich passen. Da haben wir irgendwo das verschlammt ein bisschen, die Produktion anzufahren. Gut, die läuft jetzt, das läuft jetzt. Die müsste jetzt nachher auch laufen. Schauen wir mal, ob ich irgendeine Warnung bekomme. Forschung und Elektrofabrik abgeschlossen. Wieso bekommt er nicht alles? So, und du magst mir jetzt aus dem Fertigprodukt die Handys. Was ist denn jetzt der Fehler? Ich weiß, dass ich kurz vor dem Konkurs stehe. Ah! Scheiße! Wir haben uns vergessen, Öl anzuliefern lassen. Deswegen hat das nicht hingehauen, das ganze Zeug. So, hoffentlich geht das jetzt noch. Produktion anwerfen, Produktion läuft, Ressourcen laufen und wir machen die ersten Plus. Wir machen 3000 Plus. Wir schauen jetzt noch ganz kurz hier hinein, ich mache da kurz einmal Pause. Wir produzieren jetzt Handys, wir haben 35 auf Lager, das brauchen 63 haben wir schon verkauft. Bedarf ist extrem hoch, das bedeutet, wir können da auch genug produzieren. Geil, es funktioniert. Es hat funktioniert, wir sind hingekommen, wir haben es geschafft noch irgendwie. Den Bildschirm, keine Ahnung, jetzt habe ich gerade wieder den lieben Encode-Error, da kann ich nicht beenden. Keine Ahnung, um was das liegt, ob das an Pause liegt oder sonst irgendwas, ich habe keinen Plan so ganz genau. Aber ist ja wurscht, es funktioniert unser Unternehmen. Wir machen jetzt Plus. Wir haben unseren ersten Bereich fertig. Unser erstes Produkt fertig und legen dann wahrscheinlich gleich mit dem nächsten Produkt nach, mit den Smartphones. Aber ich würde sagen, das machen wir dann im nächsten Part wieder, wenn es hier weitergeht, bei Industrial Manager Future Technology. Bis dann, tschüss.